Ja, grüß euch, hat Jonas Scheibsel da auch. Und zwar, ja, das ist eine nette 69er von einem ja, Bekannten über einen Freund. Und ja, das geht und alles und Ding. Und dann habe ich es einmal aufgemacht, weil es eben nicht gegangen ist. Aber es gibt das, dass Grafikkarten in länger Zeit in einem PC drin waren, am Mainboard gewohnt sind und die wollen kein anderes mehr. Das gibt es tatsächlich. Da habe ich mal auch schon ein Video angeschaut, ich kenne das selber nicht, nicht wirklich, aber das gibt es tatsächlich, dass Karten einfach nur in dem PC funktionieren und ein paar anderen, manche einfach überhaupt nicht. Aber wenn es in beiden nicht funktioniert, liegt es aber eher an der Karten, weil die hat ja kein Büdel nix, hat die gemacht. Dann habe ich es einmal aufgeschafft, ja. Und ich sag's euch gleich. Jetzt sagt's mir bitte, ob es euch wundert, warum die nicht mehr funktioniert. Weil, da schaut sich das an. Das ist ja crazy, Alter, ne? Da ist ja noch halbwegs okay, aber. Ja. Ist ein bisschen heftig. Ist die Pasten schon rausgewühlt? Die überhaupt. Ah, die ist gar nicht so hart. Die ist eigentlich recht wach, aber der ganze Staub da. Schaut sich das an, da. Ist ja auch kein Dreck. Überall. Die Lüfter, okay, das ist jetzt mehr oder weniger wurscht. Aber ja, so schaut auch Grafikkarten von innen aus, wie die es auch nicht wissen. Aber kein Wunder, dass die nicht funktioniert hat mehr. Klar, kein Wunder nicht. Hey, probier die nochmal aus und dann haust du eine, ob es funktionieren wird oder nicht, dann haust du eine zweite oder was. Also, nicht, muss man sich schauen. Weil. Die war besser, wenn die funktioniert, als mein 670er. Das ist ein 61 mit 4 Gig. Denke mal, oder 2 Gig. Zumindest besser als ein 670 bei weitem. Ja. Und mal schauen, ob es dann noch geht oder nicht. Peace.